Hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Mod-Vorstellung für den Montag. Ja, neue Woche, neues Glück, neue Mod-Vorstellung. Es kann sein, dass heute noch eine zweite Mod-Vorstellung kommt, das sehe ich aber leider erst zur Aufnahmezeitpunkt erst morgen, das kann ich noch nicht versprechen. Das heißt, da müsst ihr leider noch warten. Nein, was haben wir denn hier als neue Mod-Vorstellung? Wir haben das Class Disco 3450 oder 3450, wie ihr es auch nennen willt, das ist ein Schneidwerk mit Dreiecksankupplung und Zapfwelle. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ding jetzt erstmal im Shop an. Unter P, Mähwerke und dann bei mir, jetzt nicht ganz hinten, sondern hier vorne schon. Das ist das Disco 3450 Plus. Hat eine Breite von 3,4 Metern, braucht 59 kW oder 80 PS. Und Unterhaltskosten 15 Euro am Tag, das geht auch noch. Grundpreis ist 13.490 Euro, da optional nichts verfügbar ist. Oder Mieten mit 1.400 Euro. Boah. Ich würde sagen, wir schauen uns das ganze Ding jetzt immer in der Optik an. Das wird eine kürzere Mod-Vorstellung, da der Mod nicht allzu viel hergibt. Also, was haben wir hier? Wir haben... Also, ich muss mal sagen, hier die... Ich weiß nie, wie das bei euch in der Aufnahme rüberkommt. Ich vergesse es auch jedes Mal, mir anzugucken. Also, diese Schilder hier sind scharf. Da kannst du überhaupt nicht dran meckern. Das ist richtig scharf. Das ist auch scharf. Also hier die Zapfel unten, das sieht nicht ganz so schnuckelig aus. Die Schrift ist auch scharf. Das erkennst du sogar. Das Plus ist scharf. Hier das auch. Die Federn hier sehen auch gut aus. Das Weiß flackert ein bisschen. Das ist nicht ganz so optimal. Das Glaslogo ist auch scharf. Den Trecker brauchen wir uns nicht anschauen. Das ist ein Standardschlepper. Ja. Ich würde vorschlagen, wir spannen uns das jetzt einfach mal hinter hier. Ich habe uns mal einen kleineren Schlepper gekauft. So, und nicht wundern, ich fahre mit Tastatur. Ich habe zwar Lenkrad und so weiter alles angeschlossen, aber da wir jetzt gerade aufgenommen haben, habe ich drauf gelöscht. So, wir können es erstmal mit X ganz normal aufklappen, zuklappen, Entschuldigung. Und dann können wir uns das Ding jetzt sogar mal von unten angucken, was wir jetzt auch machen werden. So, da sehen wir ein... Ja, da sehen wir das Mehrwerk von unten. Es sieht, ja, Mehrwerk von unten, die Textur ist jetzt nicht so allzu berauschend. Hier, das ist jetzt nicht alles komplett schwarz hier, das ist aber, eigentlich siehst du das ja nicht nur beim Fahren, das ist jetzt nicht so weltbewegend. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns das Obteil jetzt mal, warte mal gucken, lassen uns das Ding an zusammenklappen und gucken und suchen, dass uns irgendwann ein Stückchen Gras finden, um das Schnieketeil zu testen. Wo wird es hier, ach, da gibt es ein Stückchen Gras. Und dann werden wir das Ding mal ausknappen. Mal gucken, wie der Sound so ist und wie die Schwattablage sich so ist. Jetzt werden wir uns jetzt auch nochmal angucken. Oder ist die Mod-Vorstellung noch leider schon wieder vorbei? Also der Sound ist ganz normal Standard vom Standardgemäht, also Standardmehrwerk, da ist jetzt nichts Besonderes dran. Die Schwatt wird zusammengeführt, so wie das aussieht. Anheben lässt es sich aus. Schild habe ich auch mit umgefahren. So muss das. Und dann können wir ganz entspannt hier weiter crossmähen. Also das Mehrwerk ist nichts Besonderes. Es ist vielleicht mehr etwas weiß. Da könnte ein bisschen mehr Grün dran. Aber sonst, ich finde das Mehrwerk nicht schlecht. Ist für... Ach, kein Licht. Man hat auch in dem Schlepper zumindest in der Cockpit-Perspektive auch einen richtig guten Überblick über das Schneidwerk. Es wabbelt ein bisschen hinten dran. Also es hängt jetzt nicht optimal, das... Wenn ich jetzt ein bisschen rumfahre, merkt ihr, wie sich das ganz leicht bewegt, denn es ist jetzt nicht optimal gelungen, aber jetzt auch kein dermaßener Fehler oder so. Also das ist eigentlich noch ganz in Ordnung. Also natürlich, Link zur Mod ist über Mod Hub verfügbar, das heißt auch im Spiel Download. Aber trotzdem werde ich euch, wie ihr das von mir gewohnt seid, den Link dieses Mods in die Videobeschreibung schauen. In die Videobeschreibung packen. Denn das ist ja doch ein ganz schnieker kleiner Mod, würde ich vorschlagen. Er sieht angenehm aus. Für was Kleines, Süßes, wenn man privat spielt oder so, ist das Ding echt nicht schlecht. 13.000 Euro, kannst nichts zu sagen. Ich finde den Mod extrem geil. Der Mod ist jetzt, ja, der Mod ist da. Also, was soll ich dazu sagen? Er ist neu auf Mod Hub, wurde mehrfach angezeichnet unter neue Mods. Ja, müsst ihr euch einfach mal angucken. Ich habe, oder... Da es jetzt nur eine kurze Mod-Vorstellung ist, na gut, von der Zeit her eigentlich sogar passend lang, wie ihr es nehmen wollt. Kann sein, dass heute noch eine Mod-Vorstellung kommt, kann ich leider nicht versprechen, ich weiß es nicht.
Lasst euch überraschen, wenn nichts kommt, tut's mir leid, dann kommt der Mod nicht oder ich habe ihn bis dahin nicht gefunden, denn ich habe gerade was gehört beim Aufnehmen, dass morgen ein neuer Mod erscheinen soll, den wir schon kennen und da bin ich mal gespannt, ob ich den auch morgen Mod vorstellen kann. Für euch, das für den Montag. Das heißt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen, ein Daumen natürlich schön und wir sehen uns in der nächsten Mod-Vorstellung wieder. Bis dann, danke, ciao.